Japan, Mitte des 17. Jahrhunderts. Aois Ginosuke, ein junger Samurai aus ehemals angesehenem Hause, wurde Opfer einer Intrige. Nach Verbannung und vielen überstandenen Gefahren hatte er in der Rolle des prinzlichen Beraters Geshin aus dem Ryukyu-Reich wieder Einzug gehalten in der japanischen Hauptstadt Edo, seiner Heimat. Sein Plan ist es, alle Schuldigen an seinem und seiner Familie Unglück mit dem Tode zu bestrafen. Unter dem Schutz von Prinz Shoryu und dessen Schwester Mabi, die ihn liebt, konnte er seinen Plan vorbereiten und drei seiner Feinde töten. Sagenta, der vierte Schuldige, wurde von den eigenen Komplizen Hisenya und Judayu aus dem Weg geräumt. Auch zwei gedungene Mörder konnte Skinoske, der sich jetzt Gangzu, der Rächer mit dem Schwert, nennt, unschädlich machen. Nun bleiben noch Hisenya und Judayu, Skinoskes Todfeinde. Skinoske beschließt, den skrupellosen Kaufmann Hisenya zuerst geschäftlich zu ruinieren. Beide, Hisenya und Judayu, sehr nervös geworden, lassen sich von Samurais beschützen. Mizuno, der Anführer der Hofsamurai, kennt Skinoske von früher. Er beschützt Judayu nur widerwillig. Ein neuer Gegner taucht für Skinoske auf. Ukyo, der Bruder der Christin Oyu. Er will Skinoske nur töten, um Ansehen und Ruhm zu erlangen. Schwester. Du hier? Ukyo, was hast du vor? Dieser Mann ist Aois Ginosuke. Lass ihn in Ruhe. Ich denke nicht daran. Wenn ich diesen Mann töte, gelange ich zu Ansehen und Ruhm. Auf diese Gelegenheit habe ich lange gewartet. Aus dem Weg. Schwester. Du störst. Ukyo, hör auf! Kyoma, misch dich nicht ein. Ukyo, sei vernünftig. Sonst hast du mich zum Gegner. Wieso? Wieso verteidigst du diesen Mann? Weil er mir sehr viel bedeutet. Warte, Ukyo. Hol ihn zurück. Bitte geh. Ja. Ich danke Ihnen. Sie haben mich gerettet. Ich schäme mich für meinen Bruder, dass er so etwas tun konnte. Ich bitte
für ihn um Verzeihung. Und noch eine Bitte. Darf ich Sie noch einmal sprechen? Wenn Sie wollen. Danke. Dann morgen Abend. Ich warte auf Sie am Bentham-Tempel. Bis morgen. Du hast Chancen, meine Güte. Er hat dich überfallen? Dieser unverschämte Ukyo? Mhm. Woher kennen Sie den Mann Mabisama? Mit mir wollte er sich auch schon einmal schlagen. Im Vergnügungsviertel. Ach, damals, als er sich verkleidet hat. Oh, er ist ziemlich gefährlich, nicht wahr? Sehr geschickt. Er beherrscht eine Technik, die mir unbekannt ist, und kämpft verbissen. Als das Schwert plötzlich zerbrach, da habe ich gedacht, jetzt ist es aus und vorbei mit Skinoske, Herr. Was gibt's da zu lachen, Gentatsu? Ist das wahr? Dein Schwert ist zerbrochen, aber du hattest doch zwei. Nein, diesmal leider nicht. Ich bin heute als weitgereister Kaufmann aufgetreten und hatte deshalb gar keins bei mir. Verstehst du, ja? Ich habe ihm meins ausgeliehen, es war noch wie neu. Aber leider war es ein einfaches und so ist es eben zerbrochen. Tja, dumme Sache. Na, weißt du, so ein Leichtsinn, ohne Schwert auszugehen, wo du so viele Feinde hast, von überall droht dir Gefahr. Verzeih, das war unüberlegt. Und was? Was ist dann passiert? Das kann ich Ihnen sagen, liebste Mabi. Als ich sah, dass unser Freund Skinoski in Gefahr war, habe ich keinen Augenblick gezögert und ein Gebet zu Buddha geschickt. Also der Herr Gentatsu hat zugesehen und ihm nicht einmal geholfen. Schimpfen Sie doch nicht so mit mir. Skinoski ist doch noch ganz lebendig. Trotzdem. Im Augenblick der höchsten Gefahr kam urplötzlich eine Haarnadel durch die Luft geflogen und Skinoski war gerettet. Durch ein recht ansehnliches Weibsbild. Gentatsu. Kinoske-sama rief sie, ich gebe mein Leben für dich und schützte ihn mit ihrem eigenen Körper. Hör auf, ich warne dich. Du brauchst nicht rot zu werden. Ist doch kein Geheimnis, dass diese Oyo deine Geliebte war. Was spinne ich denn nur zusammen? Das kommt von vielen Geschichten erzählen. Seid nicht böse, entschuldigt. Du, Skinoske, erzähl du lieber weiter. Wo willst du hin? Ich sehe mir mal das Haus von draußen an. Hab das Gefühl, ich störe. Was für dummes Zeug. Bleib hier. Wenn du allein bist, weiß man nie, was du anstellst. Das Risiko ist mir zu groß. Außerdem haben wir allerhand zu besprechen. Na, setz dich wieder hin. Na los. Oyu hatte mit ihren letzten Getreuen in der Nähe von Honjo ein Versteck gefunden. Sie wusste wenig darüber, wie ihr Bruder die letzten Monate verbracht hatte. Ukyo, Skinoske-sama umzubringen, was versprichst du dir davon? Sag mir, was nützt es dir? Ich will aufsteigen und anerkannt werden. Was für ein Unsinn! Was verstehst du unter Aufsteigen? Wer hat dir das versprochen? Sag, erklär es mir. Ich will kein Herrenloser bleiben. Ich will einem angesehenen Daimyo dienen. Doch dafür muss ich etwas leisten. Ich muss einen Feind vernichten. Aoi Skinoske? Das ist nicht unser Feind. Niemals. Der Shimabara Daimyo ist es. Ukyo-sama, der Älteste hat recht. Wer war es denn, der uns alle vernichtet hat? Unsere Feinde sind ganz andere. Die Vergangenheit geht mich nichts an. Ich habe mir ein hohes Ziel gesteckt. Welchem Daimyo willst du dienen? Dem Allerhöchsten. Dem, der über alle anderen herrscht. Wie? Wen meinst du? Nenn uns den Namen. Bitte? Es ist der Shogun. Tokugawa Ieyasu. Ukyo, du bist verrückt geworden. Nein, keineswegs. Sein wichtigster Berater, Herr Matsudaira, hat es mir versprochen.
Er hat mir versprochen, wenn ich den Verbrecher Skinoske töte, dann macht er mich, das steht fest, zum Hatamoto. Lüge! Das kann nicht sein. Herrenlose Samurai laufen so viel herum. Und ausgerechnet dir wird die Ehre zuteil? Ausgerechnet dem Bruder des Christenführers? Niemals! Vergiss nicht, wer du bist. Amakusa Shiros Bruder wird nie zum Hatamoto ernannt werden. Ukyo, man hat dich belogen. Nein, nein. Und wenn ich auch der Bruder von Amakusa Shiro bin, ich habe seinen Glauben niemals geteilt. Der Aufstand liegt lange zurück. Was hatte ich damit zu tun? Was redest du, Ukyo? Du bist christlich getauft worden. Hast du das vergessen? Als man mich getauft hat, war ich ein kleines Kind. Ich wurde nicht gefragt. Es bedeutet mir nichts. Ukyo! Hört mir gut zu. Du, Alter, Joma, und du, Schwester, merkt euch, dass ich kein Christ bin und genauso wenig Mitglied einer Räuberbande. Ich lebe so, wie es mir gefällt und bin euch nichts schuldig. Damit ist wohl alles gesagt. Bleib hier, Ukyo! Lass ihn! Er ist für uns verloren. Ukyo. Wünsche ich. Danke. Ach, Sie sind sicher die gute Frau, die sich um Skinoske gekümmert. Und Sie sind sicher sein Freund, der so ein komischer Kerl sein soll. Ja, wirklich. Was denn, was denn? Was ist so komisch an mir? Ach, jetzt weiß ich's. Daran ist Skinoske schuld. Warum ist er auch so groß? Naja, was gibt's denn? Na, wollen wir mal sehen. Süßkartoffeln. Ah, hab ich's doch geahnt. Sag mal, ja? Ich hab dich gestern gar nicht gesehen, Frau. Wo wohnst du denn? Ach, ich habe einen Neffen, bei dem wohne ich. So. Ach, die jungen Leute haben ja auch nicht viel Platz. Ah, das habe ich gemerkt. Sie wollen ja auch lieber allein sein. Na ja, wir waren ja auch mal jung, nicht wahr, lieber Herr? Wir? Ich bin im besten Mannesalter, Frau. Was mit deinen Augen? Guten Morgen. Ausgeschlafen? Ich habe kein Auge zugetan. Ist auch kein Wunder. Wieso? Ja. Lass den Unsinn. Wir haben schon mal zu dritt übernachtet. Aber damals gehörtet ihr noch nicht zusammen. Du weißt, was ich meine. Nimm's mir nicht übel, aber jetzt ist mir das unangenehm. Du störst uns nicht. Das sagst du so. Ich glaube, ich werde mir eine andere Unterkunft suchen. Ist wirklich nicht nötig. Ja, ja, du warst schon immer so höflich, ist sehr gut gemeint von dir, Skinoske. Aber ich werde von einer gewissen weiblichen Person erwartet. Ist sie zuverlässig? Und wie zuverlässig? Was denkst denn du? Sie gibt diese gewissen Hefte heraus. Eugen heißt sie und ist ganz leidenschaftlich in mich verliebt. Sie möchte mich für immer behalten, aber mit dir bin ich schließlich befreundet. Also, gehe ich nun zu ihr oder nicht? Wenn dich die Sehnsucht treibt, geh ruhig. Aber verhalte dich so, dass du nicht auffällst. Sie passt schon auf mich auf. Oh, ein junger Samurai. Willst du so weg? Ja, ich will zu Frau Akuri. Du weißt doch, weshalb. Heute nicht. Bitte. Und warum nicht? Du warst doch damit einverstanden. Und nun hast du es dir wieder anders überlegt? Nein, doch ich würde dich lieber begleiten. Und gerade heute passt es mir sehr schlecht. Ich will nicht, dass du alleine dorthin gehst. Das ist zu gefährlich.
Du behandelst mich immer wie ein kleines Kind, Skinoske. Natürlich kann ich alleine gehen. Hab keine Sorge. Ich war schon dort. Gestern war ich dort. Ich habe alles ausgekundschaftet, wirklich. Was? Du ganz allein? Ja. Sie sind sehr eigensinnig, Prinzessin. Wie ich hörte, geht Frau Akuri heute aus. Ein Besuch bei ihrem Vater, Herrn Matsudaira, ist vorgesehen. Wenn sie zurückkehrt, dann entbiete ich ihr meinen Gruß und versuche, ein Gespräch zu beginnen. Gib zu, das ist eine wunderbare Gelegenheit. Bei ihr pflegen auch Judayo und Hisenya zu verkehren. Ich habe Angst um dich. Geh nicht allein. Gut, ich komme mit. Was staunt ihr so? Ich muss mich schließlich auch mal wieder ein bisschen nützlich machen, nicht wahr? In mir hat sie einen zuverlässigen Beschützer. Komm. Gentatsu! Ihr! Was macht ihr da? Dieses Haus gehört Frau Akuri. Verschwindet, los! Aber Sie sehen doch, er ist krank, kann nicht weiter. Erlauben Sie uns einen Augenblick auszuruhen. Das geht nicht. Was gibt's? Was ist los? Die Herrin will es wissen. Weshalb der Aufenthalt? Bist du der Grund? Ja. Verzeihen Sie die Belästigung. Ich bin untröstlich, aber mein Begleiter, edle Frau, ganz plötzlich überfiel ihn eine Krankheit. Ist ihm vielleicht übel? Ach, und wie? Oh, mir geht's unbeschreiblich schlecht. Oh, die Schmerzen zerreißen mich. Oh. Bitte erlauben Sie uns, dass er sich in Ihrem Haus etwas ausruhen darf. Ich hoffe, er erholt sich wieder. Junger Mann? Ja. Wer ist er, dieser Kranke? Er? Ist er dein Freund? Nein, er ist mein Vater. Oh, wie schrecklich. Hallo? Lass die beiden Herren ins Haus. Sie dürfen bei uns bleiben. Jawohl. Öffnet das Tor! Die Besitzerin des Handelshauses Kinokya hatte Geschäftsfreunde zu sich gebeten. Skinoskes großzügige Geldspende sollte es ermöglichen, gemeinsam den Kampf gegen Hisenya aufzunehmen. Danke, verehrter Herr. Hi, hu, hi, hu, hi, hu, hi, hu, hi, hu. Ach, Sie auch? Ja, ich bin beunruhigt. Was mag sie von uns wollen? Tja. Haben Sie Reis kaufen können, Frau Hokachi? Ja, aber nur eine kleine Menge. Seit 2 Jahren ist der Handel sehr erschwert. Die Sojapreise sind gestiegen. Hisenya macht Riesengewinne. Er hält alles zurück. Soja und Reis. Aber das ist Ihnen ja bekannt. Deshalb müssen wir zusammenarbeiten. Gern, Frau Hokachi, aber wie? Wir Reisgroßhändler haben ja alle unter Hisenya zu leiden. Mit Hilfe des Hofrichters Kamiya Judayu, das wissen wir ja, hat er alle Geschäfte an sich gerissen. Die Lage ist schlecht. Ich hatte versucht zu ruinieren. Ich wollte mit meinem letzten Schiff der Kinokya Maru Reis aus Osaka holen. Aber es ist explodiert und untergegangen. Dabei war keinerlei explosives Material an Bord. Meinen Sie, dass Hisenya dahinter stecken könnte? Ich habe keine Beweise dafür. Ich kann deshalb nichts gegen ihn unternehmen. Ihm ist alles zuzutrauen. Nun, Frau Hokachi, was können wir gemeinsam tun? Es geht vor allem um die Gerechtigkeit. Nein, das klingt zu hochtrabend. Ehrlich gesagt will ich erreichen, dass wir Hisenya das Handwerk legen. Es darf nicht so weitergehen, dass er uns alle ruiniert, in den Bankrott treibt. Dagegen müssen wir uns mit Klugheit zur Wehr setzen. Herr Sakaya,
Herr Echigoya, bitte, auch in Ihrem Interesse unterstützen Sie mich. Und wie stellen Sie sich das vor? Von diesem verehrten Herrn genieße ich Finanzhilfe. An Mitteln zum Ankauf von Reis fehlt es mir nicht. Aber ich besitze kein einziges Schiff mehr. Herr Sakaya, könnten Sie mir nicht eins Ihrer Schiffe ausleihen? Ich wäre Ihnen sehr dankbar. Ich habe wenig Erfahrung, was den Reishandel betrifft. Deshalb würde ich gern von Ihnen, Herr Echigoya, wissen, wie man den hohen Ankaufpreis auf dem Markt senken kann. Wie kann man das erreichen? Wenn genügend Reis vorhanden ist, wird er auch billiger. Aber Isenia, mit dem ist nicht zu spaßen. Wird er uns nicht gefährlich werden? Sie meinen durch seinen Leibwächter? Ja. Wie ich hörte, soll dieser Skorpion unschädlich gemacht worden sein. So, ist das wirklich wahr? Ich bitte Sie, machen Sie sich keine unnötigen Sorgen, meine Herren. Geld gegen Geld, Gewalt gegen Gewalt. Ich kann mit allen Mitteln kämpfen. Oh. Okachi-sama, ist es erlaubt zu fragen, wer Ihr Gast ist? Ich kann Ihnen nur so viel sagen. Er ist ein reicher Herr, der die Welt kennt. Mein verstorbener Mann hat ihm vor langer Zeit einen Dienst erwiesen. Verehrter Herr, Sie sind gewillt, uns geschäftlich zu unterstützen. Wie viele Mittel haben Sie zur Verfügung? So viel, wie Sie benötigen werden. Ach. Fürs Erste hat Frau Okachi von mir 100.000 Goldstücke bekommen. 100.000? Erstaunlich, nicht wahr? Möchten Sie das Geld sehen? Überzeugen Sie sich. Nein, wir glauben Ihnen. Habe ich Sie auf meiner Seite? So wahr ich Kaufmann bin. Auch ich finde die Art und Weise von Isenia verabscheuungswürdig. Nehmen Sie mein Schiff. Herr Sakaya, Sie machen mich glücklich. Frau Okachi, ich mache mit. Und Sie? Also gut. Schließlich müssen wir Kaufleute zusammenhalten, nicht wahr? Danke. Ich danke Ihnen. Teuerste, das war aber nicht ausgemacht, dass ich Ihr Vater bin. Wir wollten sagen, ich bin Ihr Bruder. Ich habe gedacht, wenn wir Vater und Sohn sind, vertraut uns Frau Akuri eher. Was Unnatürliches. Wie kann denn ein junger Mann wie ich so einen ausgewachsenen Sohn haben? Was ist daran unnatürlich? Sie sehen genauso alt aus wie mein Vater. Vielen Dank für das Kompliment. Aber habe ich Sie beleidigt? Ja, ich weiß schon. Ich weiß, weshalb Sie mich nicht leiden können. Die Rolle, psst, die... Jemand kommt. Wie geht es ihm? Nun ja, er hat sich etwas beruhigt. Aber er sieht leidend aus. Wir bringen Kräutertee, ein bewährtes Hausmittel. Das muss er trinken, Ihr Vater, dann geht es ihm gleich viel besser. Unsere Herrin schickt es. Ah. Nein, 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 recht vielen Dank. Das ist sehr freundlich von der Herrin, aber ich habe gerade eigene Arznei genommen. Sie sind zu bescheiden. Trinken Sie ruhig. Es schmeckt zwar etwas bitter, aber es hilft gegen vielerlei Krankheiten. Sie werden die Wirkung spüren. Gleich wird es Ihnen besser gehen. Aber Vater, alle meinen es gut mit dir. Nun probier ihn doch den Tee. Na komm, trink. Na gut. Oh, yeah. Bitte, wohl bekomm's. Danke sehr, danke. Prost. Alles austrinken, sonst hilft es nicht. Na dann. Verzeihen Sie die Störung. Unsere Herrin wünscht, den jungen Mann zu sprechen. Meinen Sie mich? Ja. Der junge Mann ist da. Komm herein und tritt näher. Wie ist dein Name? Wenn Sie erlauben,
Oki Rionoske ist mein Name. Ein sehr hübscher Name. Er gefällt mir. Oh, Sie sind liebenswürdig. Akuri-sama. Der Name Akuri gefällt mir auch sehr gut. Woher weißt du denn, wie ich heiße? Von Ihrem Diener. Warum hast du ihn danach gefragt? Ich wollte gerne wissen, wie die Frau heißt, die so schön ist. So wunderschön. Du bist wirklich sehr nett. Komm, setz dich doch näher zu mir. Bitte. Wie geht es deinem Vater? Besser. Seit er von Ihrem Tee getrunken hat, fühlt er sich schon viel kräftiger. Dann hast du allen Grund, mir dankbar zu sein. Ja. Ich möchte, dass du es mir zeigst. Wie? Du brauchst doch nicht zu erschrecken, Junge. Ich verlange nichts Schlimmes von dir. Ich will nur, dass du mit mir Sake trinkst. Na, schlimm? Nein. Meine Güte. Dauert das lange, bis er wiederkommt. Wohin? Wohin, Kranker? Ich wollte nur mal schnell... Na, du weißt schon, wohin man mal ab und zu muss. Ich konnte nicht länger warten. Der Tee. Ich muss erst den Gast geleiten. Warten Sie einen Moment. Aber beeil dich. Ich gehe allein. Ich kenne mich aus. Ich bin ja hier wie zu Hause. Wie ein Mitglied der Familie. Das weißt du doch, denke ich. Ich kümmere dich um den Kranken. Jawohl, Herr Tatewaki. Ja. Bitte sehr. Ja, ja. So, dann kommen Sie. Ah, beeindruckende Erscheinung. Bestimmt eine Persönlichkeit von Bedeutung, ja? Der stellvertretende Statthalter der Insel Sado, Herr Sakra Tatewaki. Oh. Ich staune, wie viel du verträgst. Scheinst Übung zu haben. Nur im Trinken oder auch mit den Mädchen? Gestehe. Oh, darf ich eingießen? Antworte. Hast du schon Erfahrung mit Frauen? Hm? Wirst ja rot, Kleiner. Ach, ist der süß. Akuri-sama, ich bin es, Tatewaki. Tritt ein. Danke. Was ist, Tatewaki? Komm doch näher. Sie haben Besuch. Wer ist der junge Mann? Das ist mein Herzallerliebster. Was? Das war ein Scherz. Tatewaki kocht gleich vor Eifersucht. Vorsehen. Sie machen sich über mich lustig. Ich komme extra von der Insel Sado hierher, um mit Ihnen diesen verfluchten Plan zu besprechen. Und wie werde ich von Ihnen empfangen? Sehr freundlich. Es gibt wirklich keinen Grund, sich so aufzuregen. Ach, Sie verstehen überhaupt keinen Spaß. Dafür kann ich nicht. Ich bin eben ein ernster Mensch. Deshalb habe ich auch Ihr Wort ernst genommen. Ja, so bin ich nun mal. Sie dagegen, Verehrte, scheinen sich gar nicht mehr für das Vorhaben zu interessieren und die Hoffnungen, die Sie mir gemacht haben. Wie ich sehe, sind Sie anderweitig beschäftigt. Ich fürchte, ich bin nicht der rechte Partner für Ihren Plan. Die Sache verlangt Ernsthaftigkeit. Und jetzt, wo es bald soweit ist, haben Sie nur Ihre Vergnügungen im Sinn. Tatewaki! Darf ich mich entfernen?
Gott, Tante Vaki. Also, es soll losgehen. Deshalb kam Herr Asakra Tatewaki von der Insel Sado hierher. Das hat er selbst gesagt. Ja, ich war dabei. Als stellvertretender Statthalter hat er Macht. Er muss Helfer haben auf der Goldinsel. Aber was nun genau Tatewakis Aufgabe bei dem Komplott sein soll, weiß man nicht. Das müssen wir noch herausfinden. Deswegen habe ich Kentatsu überredet, weiter den Kranken zu spielen und die Ohren zu spitzen. Das war ein guter Einfall. Mabi. Ja. Hab vielen Dank. Sie haben schon gewartet. Haben Sie Dank für Ihre Hilfe. Sie müssen mir nicht danken. Ich muss mich vielmehr entschuldigen für die Herausforderung meines Bruders. Er wollte mich töten. Töten für einen Rang. Er ist noch jung und ein Träumer. Er macht sich etwas vor. Ruhm und Geld verlocken. Er hört nicht mehr auf das, was ich ihm sage. Er geht seinen Weg. Und ich fürchte, er führt ihn ins Verderben. Wir sind machtlos. Ich bin vogelfrei, werde von so vielen verfolgt. Ich habe mich an die Gefahr gewöhnt. Schelten Sie Ihren Bruder nicht. Nein. Das werde ich nicht tun. Ich habe kein Recht mehr dazu. Die Zeiten sind vorüber. Was ist aus mir geworden? Nur eine Banditin. Und was wurde aus unserem Ziel? Aus unseren Idealen? Nichts ist geblieben. Wer bleibt sich schon selbst für immer treu? Sie haben viel getan für Ihren Glauben. Seit dem Shimabara-Aufstand waren Sie Ihren Leuten eine gute Anführerin. Sie können stolz auf sich sein. Nein, ich bedauere es. Ich habe auf das Glück verzichtet. Auf das Glück als Frau. Mein Leben ist leer. Ich hasse mich selbst. Ich kann nicht mehr stark sein. Oyo-sama. Skinosuke-sama. Ich bin nur eine Frau. Verzeihen Sie mir. Ich liebe Sie. Oyo-sama. Seit damals schon. Ich sah Sie und liebte Sie. Oyo-sama. Verzeihen Sie. Aber ich liebe schon eine andere Frau. Eine Frau von einem fernen Inselreich, die ihren Lebensweg mit mir gemeinsam gehen will. Verstehen Sie? Ich kenne sie. Die Höllenqualen, die man leidet, wenn man betrogen wird. Ich will ihr treu bleiben. Verzeihen Sie mir.
Wer ist da? Duken, bist du's? Juma, wo kommst du her? Ich war am Bentem-Tempel. Du hast mich verfolgt. Du bist betrunken. Verstehst du nicht, warum ich trinken muss? Oyosama, weißt du es nicht? Ich habe dir treu gedient. Oyosama, viele, viele Jahre lang. Ich war auch bereit, für dich zu sterben. Ich kann wohl behaupten, dass ich dir ein treuer Diener war. Und du lachst mich aus. Ich habe gehofft und gehofft, aber du liebst einen anderen. Oyosama, seit heute weiß ich, dass ich umsonst warte. Damals, als ich mein Auge verlor, hast du mir versprochen. Alles hast du. Lass mich, Juma! Die Wunde empfing ich für dich. Hast du das vergessen? Oyosama, du wolltest es wieder gut machen. Deine Wunde ist auch meine Wunde, hast du gesagt. Ich weiß dein Augenlicht. Du hast es mir geopfert. Ich würde jedes Opfer für dich bringen, weil ich dich liebe. Nur eins kann ich nicht ertragen. Nur eins nicht. Oyosama, kein anderer soll dich jemals besitzen dürfen. Niemals. Oyosama, ich habe ein Recht auf dich. Ich werde dir nie gehören. Ich bitte dich um Verzeihung. Warum macht die Liebe den einen glücklich und den anderen unglücklich? Oyu weiß, dass ihr kein Glück beschieden ist. Also, Ina? Ja? Immer übernehmen Sie die Nachtwache. Tun Sie das freiwillig? Ja, so ist es. Das hat folgenden Grund. Auf mich wartet niemand zu Hause, ja. Oh, das heißt, Sie sind noch unverheiratet? Nein, 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 nein. Ich bin verwitwet. Die Gattin verstarb. Oh, wie traurig. Wann geschah das? Das war genau vor einem Jahr. Bald feiern wir das buddhistische Totenfest. Totenfest? Das kommt wie gerufen. Was wünschst du? Miyuki, ich habe eine gute Idee. Sie betrifft Umeno. Sie wird gewiss das Grab ihres Mannes aufsuchen zum Totenfest. Umeno ist Genoskes Mutter. Wie wenn wir sie als Geisel nehmen? Sehr gut. Ausgezeichnete Idee. Und was meinst du? Wie gefällt dir mein Einfall, Miyuki? Sie kommt. Ganz bestimmt. So bekommen wir sie in unsere Hand. Ganz einfach. Schenk ein. Ja. Ach, lassen Sie mich!
Zier dich nicht. Wenn mir der Sake schmeckt, bekomme ich auch immer Appetit auf meine Frau. Nein! Senior-sama. Ich bin beschäftigt. Siehst du das nicht? Es ist etwas im Gange, Herr. Ein ernster Vorfall. Was denn? Drei große Schiffe haben im Hafen angelegt. Voll beladen mit Reis, alle drei. Mit Reis? Und wem gehören die Schiffe? Kinoknia, wie man hört. Unmöglich. Kinoknia besitzt kein einziges mehr. Drei große Schiffe beladen mit Reis? Woher soll Kinoknia das Geld haben? Das weiß ich doch auch nicht, aber die Schiffe liegen im Hafen. Und ich habe gehört, es sollen noch mehr erwartet werden. Wenn das zutrifft, eine solche Menge Reis auf dem Markt, Isenia, dann machst du bankrott. Nein, das kann ich nicht zulassen. Schnell, ruf meine Leute zusammen. Die Entladung muss verhindert werden, egal wie. Der Hofrichter wird mich unterstützen. Halt! Platz da! Weshalb die Eile? Wo wollt ihr hin? Wer bist du? Na nur, du kennst mich nicht. Ich weiß. Dank Zur! Richtig. Endlich habt ihr mich. Ich mache ihn fertig. Shirobe, schnell, lauf zum Hafen. Ja, gut. Nein, halt! An mir kommt keiner vorbei. Du tötest unsere Leute. Nur ein Denkzettel. Du, unterschätze uns nicht. Los! Ungeheuer. Ich hab verloren. Töte mich. Ihr Stadtsamurai, liebt die Gerechtigkeit. So sagt man jedenfalls. Warum stellt ihr euch dann in den Dienst dieses gewissenlosen Händlers? Frage mich nicht. Töte mich lieber. Wusstet ihr nicht, dass Hesenia ja ein Betrüger ist, ohne alle Skrupel? Er hält den Reis zurück, damit er das Fünf- und Zehnfache dafür fordern kann. Wer nicht zahlen kann, muss hungern. Solch einem Menschen gebt ihr eure Hilfe. Wo ist eure Ehre geblieben? Stirb, du Dummkopf! Musik.
Skitaro-sama, wir haben Ihnen so viel zu verdanken. Wir konnten dem Halsabschneider Hysenia beträchtlichen Schaden zufügen. Die Preise für Reis sind sofort gesunken. Damit ist allen gedient. Hysenia wird zukünftig nicht mehr den Markt beherrschen. Wir Kaufleute werden es ihm verwehren. Wir sind mutig geworden durch den Erfolg. Das freut mich zu hören. Das freut mich sehr. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Sie sind unser aller Wohltäter. Nein, ganz so ist das nicht. Hysenia gehört auch zu meinen Feinden. Ich hasse ihn genauso. Auch ich muss Ihnen danken für Ihre Entschlossenheit. Gewinne haben wir noch nicht erzielt, wenn man von dem Erfolg der Aktion absieht. Aber die Geschäfte versprechen gut zu werden. Ich hoffe, dass ich Ihnen die geliehene Summe bald werde zurückzahlen können. Nein, das hat keine Eile. Ich reise ab, mich rufen anderswo wichtige Geschäfte. Oh. Wohin gedenken Sie zu reisen? Zuerst fahre ich nach Nagasaki. Dort treffe ich mit jemandem zusammen, der Verbindungen zu verschiedenen ausländischen Kaufleuten unterhält. Aha. Das Geld soll Ihnen bleiben. Benutzen Sie es für die Erweiterung Ihres Handelshauses. Und wann führt Sie Ihr Weg wieder nach Edo? Tja, das wissen die Götter. Erst dann, wenn ich alle meine Ziele erreicht habe. Bis dahin wird das Geld hier auf seinen Besitzer warten. Ich bitte Sie, kommen Sie wieder. Auf Wiedersehen. Der Tag des Totenfestes war gekommen. Skinoskes Mutter war wie erwartet am Grab ihres Mannes erschienen. Umeno-sama! Miyuki! Verzeih, dass ich fortgezogen bin, ohne dir etwas zu sagen. Das ist jetzt nicht wichtig. Schnell, kommen Sie weg von hier! Weg? Judayo will Sie entführen! So ist es also wahr. Skinoske ist am Leben und will sich an ihm rächen. Wir haben keine Zeit für viele Worte. Schnell, kommen Sie! Genau wie ich vermutete. Jetzt ist bewiesen, dass du mich hintergehst, Miyuki. Du bist nicht mehr meine Frau. Ich bitte dich, Judayo. Greift sie! Ja. Die Mutter des Mörders? Und diese Verräterin dazu.